Hallo, nachdem wir jetzt ein entferntes Repository auf GitHub erstellt haben, wollen wir ja auch mit jemandem zusammenarbeiten mit diesem entfernten Repository. Und dazu ist die Situation ja jetzt so, dass wir dieses entfernte Repository haben und jetzt wollen wir mal einen zweiten Entwickler simulieren. Und dazu schauen wir jetzt einfach nochmal bei GitHub rein. Hier kann man ja jetzt diesen Einkaufszettel sich nicht nur anschauen, sondern auch bearbeiten. Das ist jetzt für Quellcode natürlich nicht das Mittel der Wahl, aber zum Beispiel für eine README-Datei ist es durchaus in Ordnung, dass man einfach mal hingeht und sagt, ich ändere da jetzt mal was. Wir kaufen jetzt einfach nochmal Gurken und packen die eben auch noch in den Einkaufszettel rein. So, jetzt müssen wir diese Gurken ja irgendwie abspeichern und das ist ja jetzt da drüben nicht einfach nur eine Fileablage, sondern das ist ja ein echtes Repository. Also ist das, was man hier unten macht, auch tatsächlich das Einchecken von einer Änderung. Also machen wir mal Gurke added to Einkaufszettel.txt und er soll es direkt in den Master Branch committen. Alles wunderbar. Wenn ich das jetzt mache, dann passiert augenscheinlich erstmal nichts. Also jetzt sehe ich, die aktuelle Version von Einkaufszettel enthält also eben hier diese Gurke. Und wenn ich jetzt hier nochmal auf mein Repository gehe, sehen Sie, da hat sich im Prinzip nichts geändert. Also hier vor 16 Sekunden, da haben wir irgendwie den Einkaufszettel nochmal eine Gurke hinzugepackt. Und jetzt, wenn wir mal auf die Commits schauen, dann sehen wir, alles klar. Also hier gab es irgendwie so ursprüngliche Commits, die sind reingekommen und da ist es, das ist im Prinzip die ersten drei Versionen aus meinem lokalen Repository. Und jetzt gibt es hier noch einen Commit, den ich hier direkt auf dem Repository bei GitHub veranstaltet habe. Wenn wir also jetzt hier mal schauen, also ich habe jetzt hier ein Remote Edit und wenn ich das gemacht habe, dann erscheint eben hier auf der gegenüberliegenden Seite eine neue Version. Ne? Auch wieder mit den Anschaffungen und so weiter. Und da sind jetzt auch noch die Gurken auf dem Einkaufszettel. So, spannend wird ja jetzt die Frage, wie kriege ich das hin, dass ich die beiden jetzt miteinander wieder zusammenbringe, also merge. Denn das hatten wir gesagt, das ist ja das zentrale Funktion von unserem Source Code Management System. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass ich einfach sage, gut, ich mache einen Push, ich push das hier rüber. Ja, das funktioniert leider nicht. Wenn wir das jetzt mal machen, dann sehen wir, das mag er nicht. Also er mag nicht, dass wir hier einfach fast forward das Zeug reinpacken, weil die beiden Versionen sind nicht gleich. Also die bauen ja auch nicht aufeinander auf, sondern die sind eben verschieden. Das heißt also, dieses Zusammenführen passiert lokal. Ja, also wir werden das nicht hier beim Pushen einfach reinmachen können, sondern wir müssen das bei uns lokal machen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass das ja ein Prozess ist, den man nicht so ohne weiteres automatisieren kann. Da muss man vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen, ob das, was man da so, was da gerade passiert, ob das das ist, was man haben möchte. Also, was wir tun müssen ist, wir müssen jetzt einfach mal und erstmal diese Version holen. Jetzt hatte ich ja eben gesagt, wir haben uns im Prinzip jetzt ein zusätzliches Kästchen in unserem lokalen Repository angelegt. Das heißt Origin. Ja, und das haben wir mit diesem U gemacht. Das heißt also, das ist fest verknüpft. Und wenn ich jetzt git fetch eintippe, na, dann passiert Folgendes. Er holt uns hier diese Version lokal. Und zwar nicht, ja, einfach so hier als neue Version drauf, sondern er legt die jetzt ab neben unserem eigentlichen Hauptkästchen, also neben unserer eigentlichen Versionshistorie in unserem Repository, in einem Kästchen, das heißt Origin, und da legt das unter Master ab. Das ergibt ja Sinn, also Origin hat ja bis jetzt noch nichts drin und die letzte Version heißt immer Master, also liegt es jetzt unter Master. Wenn man später noch andere Versionen holt, legt er die immer oben drauf und dann sind die ja immer automatisch Master. Master ist ja immer der letzte in einer Reihe. Ja, ansonsten sieht das hier so ganz gut aus. Also was er so gemacht hat, ein bisschen Zeug durch die Gegend geschaufelt, alles wunderbar. Okay, jetzt haben wir also lokal hier diese beiden Versionen und die eine heißt Master. Ja, das ist die, mit der ist der Head, mit der wir gerade arbeiten und ist auch zufällig gleichzeitig der Master. Und die andere heißt hier Origin Master. Ne? Da haben wir sie ja gerade abgelegt. Das heißt, wenn ich jetzt eingebe git merge, merge ist also die Funktion, die ich aufrufe,
dann bezieht die sich auf das, wo ich gerade mit arbeite, also sprich das, was hier auf der Stage liegt und das, was hier im Filesystem liegt und was hier der Head ist und auf das, was ich gerne mergen möchte. Und ich möchte Origin Master mergen, also diese Version. Ja, dann drücke ich auf OK, dann passiert auch was und dann sagt er mir, naja, also automatisch konnte ich das jetzt nicht mergen. Deshalb habe ich dir jetzt einfach mal hier irgendwelche Hinweise gegeben. Also es gibt hier einen Konflikt im Einkaufszettel, den konnte ich nicht automatisch auflösen. So, schauen wir mal rein in unseren Einkaufszettel, sehen wir, aha, da gibt es also vom Head die Eier und dann gibt es von Origin Master die Gurken, da müssen wir nochmal bei. Und das können wir jetzt einfach editieren. Sagen wir einfach, ja, so soll das sein. Ne? Man könnte jetzt sagen, die Gurke ist vor den Eiern, aber ich meine, das kann ich jetzt im Prinzip so machen, wie ich möchte. Und dann habe ich hier, ja, Sie sehen, jetzt ein bisschen eine Version, da ist jetzt der Konflikt drin. Ja, und den habe ich jetzt eben editiert. Das heißt, also ich habe jetzt hier eine Version, da liegen jetzt die Eier und die Gurken. So, und dann habe ich die jetzt mal eben noch committed. Und dann sieht das Ganze so aus, dass wir hier eine neue Head-Version haben mit Eiern und Gurken. Ja, wieder die Message einigermaßen sinnstiftend verwendet. Und die ist jetzt hier bei mir der Head und natürlich auch gleichzeitig der Master, weil die liegt ja eben ganz oben auf dem Haufen drauf. So, und wenn ich jetzt hier nochmal pushe, ne, sehe ich also Origin Head und jetzt mein Head soll auf den Master drauf gepusht werden. Und dann habe ich die Version mit der Gurke und den Eiern als Head-Version auf der gegenüberliegenden Seite. Werfen wir nochmal einen Blick drauf. Also, jetzt hatten wir gesagt, okay, das ist jetzt unser Repository. Schauen wir in den Einkaufszettel rein, sehen wir, aha, hier sind jetzt Eier und Gurken drin. Ja, und wenn ich jetzt nochmal hier reinschaue und mir die Commits angucke, dann sehe ich, aha, alles klar. Es gibt hier also die ersten drei, die wir ursprünglich gemacht haben. Dann sind irgendwann mal Eier offensichtlich hinzugefügt worden, dann sind Gurken hinzugefügt worden und dann hat irgendjemand das zusammen gemerged. Das Ganze können wir uns natürlich jetzt auch nochmal in unserem lokalen Repository anschauen. Machen wir nochmal den ganz normalen Log. Und dann sehen wir, okay, alles klar, es ging los mit unserem Einkaufszettel created. Hier ist noch unser Tag von eben, dann darauf aufbauend die Eier hinzugefügt, dann darauf aufbauend die Gurken hinzugefügt und jetzt hier ganz zum Schluss die Eier und die Gurken gemerged. Ja, das Ganze natürlich auch nochmal in etwas freundlicher. Also schauen wir hier mal drauf. Also hier unsere ersten drei Versionen, hier unser Tag. Und dann sieht man, ist hier geht's auseinander. Einmal werden die Eier hinzugefügt, dann wird die Gurke hinzugefügt und dann wird das Ganze hier auf die aktuelle Version gemerged. Also hier in dieser grafischen Übersicht kann man das ein bisschen leichter erkennen. Im kommenden Film gibt's dazu nochmal eine abschließende Zusammenfassung.